Ich bin Caro und ich studiere Elektro- und Informationstechnik an der Hochschule Karlsruhe mit dem Abschluss Master of Science. Ich als kreative und neugierige Person finde das mit dem Studiengang hier ein Perfect Match. In diesem Video erfahrt ihr mehr Details über den Studiengang. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Manfred Litzenburger. Ich bin Studiengangsleiter des EIT Master Studiengangs und ich will Ihnen unseren Studiengang gerne vorstellen. Ein wissenschaftliches Studium, wie wir es Ihnen hier bieten, bereitet Sie nicht auf eine spezielle Tätigkeit vor, sondern auf ein großes Tätigkeitsgebiet mit sehr vielseitigen Berufsfeldern. Masterabsolventen der Hochschule Karlsruhe meistern die Herausforderungen der Zukunft in den großen gesellschaftlichen Themen Digitalisierung, Vernetzung und Informationsgewinnung, zum Beispiel mit Hilfe von Sensorik und Signalverarbeitung, Elektromobilität, erneuerbare Energien, autonome Systeme in Kombination mit künstlicher Intelligenz. Was sind unsere Stärken? Wir haben mit den vorgestellten Vertiefungsrichtungen ein vielseitiges Angebot. Der Unterricht findet bei uns in kleinen Gruppen statt. Es gibt einen persönlichen Kontakt mit den Profs. Wir legen Wert darauf, dass unsere Profs ansprechbar sind. Man kann mit denen reden. Kurz, wir bieten eine individuelle Betreuung. Als Studiengangsleiter stehe ich Ihnen natürlich auch bei Problemen oder Fragen zur Verfügung. Eine weitere Stärke ist die Praxisnähe des Studiums. Getreu unserem Motto kennen und können. Kennen sollten Sie die Dinge, nachdem Sie eine entsprechende Vorlesung gehört und durchgearbeitet haben. Können Sie etwas erst, wenn Sie es gemacht haben, im Labor, in der Projekt- oder in der Masterarbeit. Zum Beispiel können Sie Ihre Masterarbeit extern in einer Firma durchführen. Wir haben gute Kontakte zu Firmen in der näheren und weiteren Umgebung. Dadurch haben Sie gleich einen Einstieg in die Berufspraxis. Häufig werden die Masteranden dann von den Firmen direkt übernommen. Unsere Absolventen genießen in den Firmen einen sehr guten Ruf und da sind wir auch ein bisschen stolz drauf. Wenn es Sie ins Ausland zieht, wir haben Doppelabschlussprogramme, zum Beispiel mit der Toronto Metropolitan University. Sie können damit einen kanadischen und einen deutschen Masterabschluss erwerben. Ein Auslandssemester an einer unserer zahlreichen Partnerhochschulen geht natürlich auch. Als Masterabsolvent der Hochschule Karlsruhe haben Sie hervorragende Berufschancen und, das sollte man nicht geringschätzen, die Aussicht auf eine sinnvolle Tätigkeit und einen sicheren und anständig bezahlten Job im weiten Feld der Elektro- und Informationstechnik. Zu den Berufsfeldern sage ich später noch was. Hallo, mein Name ist Sascha Elkerter und während meines Studiums konnten mich die erneuerbaren Energien sehr begeistern. Um diese Begeisterung später mit meinem Beruf verknüpfen zu können, habe ich mich entschlossen, nach meinem Master hier weiterzumachen an der Hochschule Karlsruhe und zu promovieren. Der Master an der Hochschule Karlsruhe hat sehr Spaß gemacht und durch den hohen Spezialisierungsgrad in den erneuerbaren Energien und das weite Angebot an Projektarbeiten habe ich einen sehr guten Draht zu den Professoren aufbauen können und damit ist mir die Entscheidung auch leichter gefallen, meinen Doktor dann hier an der Hochschule zu machen. Außerdem interessiere ich mich brennend für das Programmieren und hier an der Hochschule Karlsruhe kann ich die Informatik mit den erneuerbaren Energien vereinen. Ich arbeite an der Fakultät für Elektrotechnik am Projekt Solarpark 2.0 und entwickle im Rahmen dessen eine Simulationsumgebung für die Ertragsberechnung eines Solarparks. Parallel dazu wird eine Hardware entwickelt, die es ermöglicht, 20% mehr Ertrag zu gewinnen, wenn Solarmodule oder Solarparks durch zum Beispiel Wolken teilverschattet werden. In meinem Forschungsprojekt oder auch im Moment Forschungsthema geht es darum, dass wir die Zeit verringern bei einer Roboterapplikation oder bei ganz vielen Roboterapplikationen, die wir vor der eigentlichen Arbeit mit Programmierung und Konfiguration verbringen müssen. Was wir dazu machen wollen, um das zu verbessern, ist auch so einen Baukasten vielleicht aus Teillösungen zu erstellen, dass man sagt, für bestimmte Problemstellungen haben wir eine Lösung, die funktioniert. Die kann man auch sehr leicht einsetzen und die konfiguriert sich im optimalen Fall sogar selber. Und dann wäre natürlich die Wunschvorstellung, die man eigentlich hat, dass man sagt, man stellt den Roboter hin, beschreibt die Aufgabe, die man vor sich hat, in einer einfachen, für den Menschen günstigen Form, bildlich, eine Skizze oder irgendwas. Und der Roboter kann die ganze restliche Programmierung und Planung dann selber erledigen und, wenn es gut läuft, natürlich die Aufgabe auch optimal für den Roboter dann eigenständig erledigen. Die Hochschule Karlsruhe hat sich im vergangenen Jahr an einer Ausschreibung des Landes Baden-Württemberg beworben im Rahmen des Themenfeldes Klimaschutz und Wertschöpfung durch Wasserstoff.
Und die Hochschule Karlsruhe war da sehr erfolgreich. Wir haben zwei Projekte im Rahmen dieser Ausschreibung platzieren können. Eines dieser Projekte nennt sich H2 ePort und das andere Projekt nennt sich H2 Greenforge. In dem Projekt H2 ePort geht es darum, modellhaft und simulativ den Rheinhafen Karlsruhe zu analysieren, inwieweit ist es wirtschaftlich und auch in Bezug auf die Transformation der Gesellschaft hin zu einer nachhaltigen Energieversorgung ökologisch sinnvoll im Rheinhafen einen Wasserstoff-Hub aufzubauen. An diesem Projekt sind mehrere Unternehmen aus dem Rheinhafen Karlsruhe, wie unter anderem DIMIRO, die Stadtwerke Karlsruhe, Air Products, das Unternehmen IAVF, Fraunhofer ICT, aber eben auch die Hochschule Karlsruhe daran beteiligt. In einem schon wesentlich konkreteren Projekt, also wo es dann nicht nur ausschließlich um Modellierung und Simulation geht, das ist das Projekt H2 Greenforge mit dem Unternehmen Edelstahl Rosswag aus dem Pfinztal und dem Fraunhofer ICT und natürlich der Hochschule Karlsruhe. Und im Rahmen dieses Projektes geht es darum, das Unternehmen zu begleiten hin auf dem Wandel weg vom fossilen Energieträger Erdgas in Bezug auf die Stahlverarbeitung hin zum Wasserstoff. Und das, was wir dort uns anschauen, ist natürlich, wie wirtschaftlich ist das Ganze unter dem Aspekt der Reduktion des CO2-Ausstoßes eben durch die Verbrennung von Erdgas. Um selbstständig in einer unbekannten Umgebung navigieren zu können, müssen beispielsweise autonome Roboter in der Lage sein, ihr dreidimensionales Umfeld wahrzunehmen und basierend darauf eine Karte zu erstellen. Diese Problemstellung des gleichzeitigen Lokalisierens und Erstellen einer Karte ist unter dem Begriff Simultaneous Localization and Mapping oder kurz SLAM bekannt. Im hier gezeigten SLAM-System Tandem wird basierend auf einer Kamera deren Position sowie deren Orientierung im dreidimensionalen Raum geschätzt. In zukünftigen Arbeiten mit Studierenden sollen Ansätze wie das hier gezeigte SLAM-System auf autonomen Roboterplattformen integriert werden. Das EIT Masterstudium setzt sich zusammen aus zwei Theoriesemestern mit Vorlesungen und Laboren und einem abschließenden Semester, in dem die Masterthesis angefertigt wird. Insgesamt sind das also drei Semester mit zusammen 90 Kreditpunkten. Innerhalb des Studiengangs können Sie aus 5 Vertiefungsrichtungen wählen, die hier dargestellt sind. Wir haben die Automatisierungstechnik, die Informationstechnik, Elektromobilität und autonome Systeme, Energietechnik und erneuerbare Energien sowie die Sensorsystemtechnik. Zum Pflichtprogramm gehört auch das Modul Wissenschaftliches Arbeiten, in dem Sie eine Projektarbeit zu einem von Ihnen ausgewählten Thema anfertigen. Der Pflichtbereich umfasst insgesamt 40 Kreditpunkte. Darüber hinaus belegen Sie Wahlmodule im Umfang von 20 Kreditpunkten. Das sind ja in der Regel 4 Module aus den anderen Vertiefungsrichtungen. Das können aber auch Module aus anderen Masterstudiengängen sein, zum Beispiel aus der Informatik oder der Mechatronik oder auch der Robotik und KI. Damit können Sie Ihre Kompetenzen individuell erweitern. Am Ende kommt dann die Masterthesis mit Abschlusskolloquium und dann winkt der Master of Science. So, jetzt wissen Sie, wie das EIT Masterstudium abläuft. Wie können Sie sich bewerben? Bewerben können Sie sich mit einem Bachelorabschluss in Elektrotechnik, Elektro- und Informationstechnik oder einem verwandten Studiengang. Das kann auch wieder Informatik oder Mechatronik zum Beispiel sein. Die Zulassung erfolgt anhand der Bachelor-Note. Wenn Sie noch kein endgültiges Zeugnis haben, können Sie sich auch mit einem vorläufigen Zeugnis bewerben. Stichtag für die Bewerbung ist jeweils der 15. Januar für das Sommersemester und der 15. Juli für das Wintersemester. Ich hoffe, Sie haben in diesem Video einen Eindruck von der Vielfältigkeit der Elektro- und Informationstechnik und von unserem Masterprogramm gewonnen. Vielleicht wollen auch Sie diese technischen und gesellschaftlichen Herausforderungen annehmen und die Grundlagen dafür an unserer Hochschule legen. Informieren Sie sich, wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung. Und nicht zu vergessen, das Studieren soll und darf auch Spaß machen. Ich hoffe, ihr habt jetzt alle Infos und wenn nicht, schreibt einfach eure Fragen in die Kommentare.